Warte. Weil ich finde auch, ein Spoiler ist so, wenn man irgendwo wartet, zum Beispiel, und man wartet auf irgendetwas und hat dann Angst, so wie. Pan, was ist das? Wolltest du probieren, ob du hier schreiben kannst oder wie? Ja. Warte mal, geht das Wort? Nee, geht auch nicht. Schniedelwutz geht, Pan. Aber Aber Schniedelwutz geht, Pan. Notensprenger geht nicht. Ups. Entschuldigung, ich Nun, wollte. was? AW. Aber Hä? Schniedelwutz geht, Pan. Das ist das so für. Schniedelwutz. Schniedelwutz geht. Okay, warte. Das geht. Hier, Pimmel. Es gibt kein Pimmelpan. Das ist ein schlechtes Spiel. Glied geht, natürlich. Natürlich. Pan ist ein bisschen leise, ja. Ich Oh, okay. kann ich dich im Spiel vielleicht gleich lauter stellen, weil hier habe ich keine Option. Ja, besser ist Sollen wir das. einfach mal Spielerkollision machen wir an, oder? Weil das ist lustig, oder? Weil dann renne Ja, ich in dich rein ja. und du rennst in mich rein. Okay, Was? okay. Näherungsstimme? Ist das, dass du lauter wirst, je näher ich komme? Näherungsstimme? Wo siehst du das denn alles? Rechts habe ich so ein Menü. Ach so, das habe ich nicht, ne? Näherungsstimme. Ich meine, ich mache es einfach mal an, wir können ja schauen. Und dann, also du bist nicht bereit, du musst gleich noch Das ist bereit doch nicht drücken. wahr. Hab ich? Okay, Pan. Fast jetzt auf Ich YouTube werde. gerade. Hallo, YouTube! Putzi und ich, wir spielen gerade Devourer oder Devourer. USA, 2006. California's Coyote Valley is blistering under the summer sun. Ana Puerta, leader of demonic local cult, the Watchers of Azazel, has not been seen for weeks. After her succession in 2004, Anna became obsessed with the idea of summoning Azazel himself. For 2 years, Anna experimented with rituals found in ancient texts as she searched for a way to raise the goat demon. The group fears that she has finally achieved her goal, but with disastrous consequences. As one of her most trusted followers, you have arrived at Anna's house to find out what or who has gone wrong. Danke nochmal für die ganzen Kartzucker. Bahn! Putzi, voll geil, okay. Bahn! Putzi? Bahn! Ich bin rechts von dir, Bahn! Hallo! Hörst du mich? Warte, Ja, ja, oder? ich höre dich, warte. Wow. Und ist Warte mal, richtiger. ich gehe. Pan, hörst du mich? Geh mal Ja, weg. ich höre dich. Wow. Ja. Ja, du bist laut Ah. und leiser. Gut, Pan, alles das ist klar. wunderbar. Aber Das dann haben auch wir mal. gut gemacht. Ja. Du bist ein Dann toller mache ich die Priester. Audioeinstellung ganz hoch und mache die. So, was sagst du? Red nochmal, red nochmal. Du bist ein toller Priester. Danke, Pan. Ich Bitte habe auch schön. Mühe gegeben. Ja. Bald habe ich. Bald, weißt du, worauf ich mich wieder freue? Worauf? Aufs Grillen. Da, wenn man mal grillen mit Pater Raphael, ist immer lustig, Pan. Also sieht ja jetzt gar nicht so gruselig aus, ne? Nee, Ist doch bis jetzt, schön Pan, ist hier. da noch gar nichts. Wir Ja. gehen jetzt zur Grillparty und wir haben Hunger und ich freue mich schon richtig, wenn es Ja. wieder losgeht. Warum haben wir keine Ich freue Kerzen? mich. Warum haben wir Taschenlampen? Naja, gut, weil Weil wir sind doch das, so. die Kerzen gehen immer aus, Pan, deswegen haben wir gesagt, wir nehmen Taschenlampen mit. Okay, ja. Ja? Okay. Und ich freue mich schon wieder auf deine jährliche Aufführung, was wir da zusammen geplant haben, Pan. Den Schurchblattler, da freue ich mich sehr darauf. Die bitte was? Schurchblattler und anschließend den Bauchtanz. Pan, da freue ich mich Oh sehr. ja, das Das machen wird wir. wieder ein Highlight. Aber Putzi, was ist denn Oh, hier? Was ist denn Pan, hier? was ist denn da passiert? Die haben schon angefangen, ohne uns zu grillen, Auf Pan. C kann man sich ducken. Hey, wach auf! Wach Pan, auf! die haben schon die Ziegel geschlachtet, ohne uns. Putzi, Wohin mit denen? du musst sie rächen. Nee, nichts. Ich glaube, da ist genug gerecht. Die ist tot. Bahn, da geht nichts mehr. Warte, bevor wir richtig loslegen. Ton ist alles okay. Ja. Also man hört den Putzi auch ganz gut. Leute, ne? Einfach Ich nur bei ist mir auch. wieder. Hört man die? Pan ist irgendwie leise. Warte mal, ich kann noch mal ein bisschen lauter stellen. Test 1, 2, 3. Test 1, Okay. 2, 3. Da. Ja, jetzt Alles soll es top, besser okay. sein. Jetzt soll es Gut. besser sein. Okay, gut. Gut, Pan, aber jetzt. Ah, scheiße. Ne, Putzi, komm, wir dürfen nicht hier durch. Ist verboten. Sollen wir wieder zurückgehen? Oh, Pan, ja, dann lassen wir es, oder? Ich meine, Ja, du hast recht, ja, komm, mit ja. dem Gesetz lege ich mich nicht an, Nee, Pan, ich auch ja? nicht. So, Pan, was machst du halt noch? Okay, Was machst du halt noch? okay. Weiß nicht, jetzt Ziege essen? Okay. So. Ja, das können wir dann machen, ne? Also, ne? Pan, wie kommt man da rüber? Wahrscheinlich darauf. Darauf hüpfen? Du, deine Schlappen! Was? Was habe ich für Schlappen?
Mann. Hab ich schöne Schlafträume? Bist du jetzt da draufgekommen? Ah. Zeig deine Schlafträume auf dir. Dann hast du tolle Schlapfen. Dankeschön. Mann. Putzi, da liegt was. Da. Aha. Da liegt etwas. Oh je. Dann heb mal auf. Wie denn? E? Ah, E. Okay. Ja. Hm. 14. Oktober. Es war nicht einfach, die Ziegen für das Beschwörungsritual zusammenzutreiben. Gut, dass ich so viel verdammtes Heu hatte. Langsam frage ich mich, ob es eine gute Idee war, es alleine zu tun. Nathan hat mir immer gesagt, dass ich bei meinen Leuten sein sollte, wenn die Zeit gekommen ist. Ich fühle mich seltsam, als würde meine Haut brennen. Oh je, das geht aber nicht. Das ist das nicht das, was man lesen will. Nee, ich guck mal ein bisschen rum. Panik, geh dir nach. Putzi, eine Rose, die, aber die ist so auffällig. Nee, ist ja echt mein Valentinstag, Pan. Hä, ich konnte die nehmen, 1 von 25. Hä, was? Hast du die auch? Ich hab auch eine Rose eingenommen. Ah, ja, okay. Pan. Ne, das ist, wenn das Priester nichts mehr wird, wenn ich Rosenverkäufer darf. Kommt das mit, das ist ich renn mal aber kurz nach rechts, ja, ich guck mal, ob da auch was ist. Pan, lass mich du doch mit dir mitlaufen. Ah ja, stimmt, wir hören das ja noch nicht. Oh, was ist das denn hier? Guck mal, Heu. Was ist das? Naja, aha. Was können wir damit machen, Pan? Drücke G, um Gegenstände fallen zu lassen. Hä? Achso, man kann nur ein... Ja gut, ich nehme mal das Heu mit. Man weiß nie, wann man mal Heu braucht. Ja, nimm mal mit. Was ist hier noch? Heu? Guck mal, hier ist ein Heuhaufen und hier haben wir... Aha. Oh. Und da, du hast den Kanister mitgenommen, Pan. Nee, ich meine, wenn da keine Durst kommt, ich verstehe. Ja, natürlich, aber... Okay, ich bin gespannt. Wir wissen von nichts. Bitte nicht spoilern. Bitte kein Backseat Gaming. Bitte nicht spoilern, ja. Ja, dann mit G kannst du das wieder fallen lassen. Sollen wir erstmal ins Haus? Nimm du... Ja, pass auf. Ich nehme einmal ein Ding mit und du nimmst einmal ein Heu mit. Okay, aber müssen wir hier nicht irgendwas... Weil ich verstehe das nicht. Ich glaube, wir müssen erst einmal rein, oder? Ich glaube, das wird sich dann alles noch erklären, aber... Aber jetzt schauen wir doch mal. Ja, weil hier außen sind ja auch noch ganz viele Sachen. Sollen wir einmal um das Haus so rumgehen und mal gucken, was wir noch finden? Ja, aber, genau. Ach komm, ich lasse das Heu erstmal hier, weil ich glaube, wir müssen hier nochmal hin. Genau. Ich habe keine Ahnung. Genau. Und Spoiler wäre noch im Regenfall so wie, nee, das bringt gar nichts. So, das ist auch ein Spoiler. Genau. Okay. So, und was haben wir? Oh, da ist noch mehr Heu. Ich meine, das ist... Ich meine, naja, gut, gehen wir da mal... Was haben wir denn da? Schau. Ich meine, da muss auf jeden Fall wer sein, weil warum soll da sonst was brennen? Ja, das ist ja noch relativ frisch, ne? Das ist noch frisch, Mann. Ich hab doch gesagt, die Grillparty kommt näher. Aha. Hörst du was? Ja, das ist die Vorband immer vom Grillfest. Vom Grillfest? Du weißt eh, wie sie ist. Ja, das ist immer, die tun ein bisschen immer vor. Das ist das kleine Krippenspiel. Ne? Ach so. Oh, naja, eine Rose, eine Rose. Normal. Ah, noch eine. Ja, du das siehst die auch immer, ne? Putzi? Ja. Und was los? Nein, sind das Babyziegen? Mit roten Augen? Kann man das... Wir brauchen einen Schlüssel. Käfig. Das sind Babyziegen drin, Bahn. Ja, und wir brauchen unbedingt einen Schlüssel dafür. Oh nein, die Armen mit den roten Augen. Wir müssen die retten. Können wir die rauslassen? Sie benötigen einen Schlüsselkäfig. Ja gut, den habe ich noch nicht. Putzi, was ist da hinten los? Siehst du das? Es ist rot, oder? Ja. Links hinten, oder? Links. Ja. Willst du es erst ins Haus oder da rein, Bahn? Ich will nur kurz hier vorne gucken. Hier ist bestimmt nichts. Einfach nur, dass wir schon mal sehen, was... Ich habe Angst, dass wir da hinten was triggern, Bahn. Und hier ist eine Rose. Da ist eine Rose, ja. Okay. Hier sind überall... Ja. Also ich fühle mich das hier ist wohl. Das ist das... Was kann ich da? Was kann ich da? Oh! Hast du das jetzt gemacht? Ja, mit E? Aber was können wir denn jetzt da machen? Müssen wir da was opfern? Das jährliche Grillfest ist geöffnet. Oh, schön! Ja, was willst du denn? Hast du Marshmallows bei? Ach, Bart, die habe ich jetzt im Auto liegen lassen. Oh, scheiße. Putzi, ey. Nein, was soll... Okay, da sind so Ziegenköpfe drin. Das ist aber sein Osterfeuer, Pan, haben wir gezündet, ne? Putzi ist doch auch romantisch hier, was ist das denn? Nee, ich hab an alles gedacht, Pan. Ich hab den Käfig gesehen. Hast du gerade Nice gesagt? Nein. Hast du auch gehört? Das warst du, Pan. Nice. Also, weißt du nicht? Ich werd irgendwer zeigt. Oder vielleicht war das der Nachbar, der sagt, oh nice, was für ein tolles Osterfeuer. Komm, Pan, da ist noch ein Zettel. Willst du lesen? Oder soll ich? Nee, okay, dann liest du. Du liest immer gern vor. Nicht wirklich. 16. Oktober. Das ist alles, was sich die Beobachter erhofft haben. Es ist fast an der Zeit, die Ziegen zu opfern, Putzi. Und das muss ich sein.
Wenn ich jetzt noch, wenn ich jetzt noch jemanden einbeziehen würde, könnte ich meine Verbindung zu Azazel. Scheiße, ich. Azazel? Brechen Azazel. Und dann würde er verbrannt werden. Warum? Warum zittere ich? Hey, warum zitterst du denn? Okay. Ja, vielleicht hat es zu wenig getrunken, ne? Du meinst, da schießt es durch, ne? Du weißt, was für eine Aufgabe wir haben, ne? Du weißt, dass ich einen Stück Schlüssel. Oh, du müssen jetzt die Ziegen opfern, oder wie? Ja, ich kann sie erstmal rauslassen. Ja, und dann rennen sie da mal dumm. Dann, ich meine, probier's, Pan. Wir waren aber noch nicht im Haus. Ja, stimmt. Willst du erst ins Haus oder soll ich zuerst die Ziegen rauslassen? Wo? Was dir lieber, Pan, was dir lieber ist. Wir können. Was glaubst du? In der ersten Runde lernen wir ja noch. Deswegen, vielleicht können wir die Ziegen rauslassen und gucken mal, was passiert. Ich habe Angst, dass das schon das Hauptspiel ist und im Haus vielleicht irgendwas. Weil okay, ich glaube, jeder andere würde erst ins Haus gehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ich weiß auch nicht. Okay, Putzi, dann? Ja, gehen wir mal ins Haus, schauen wir mal rein. Vielleicht sind doch alle... Hast du das gehört? Nee, was denn? Hat irgendwer geweint? Ich habe mir irgendwie eingebildet, dass ich irgendwas gehört habe. Nee, ich hab's nicht gehört. Rote Tür? Ja, hier unten. Oh, ja, da gehe ich nicht rein. Ein Erste-Hilfe-Pack, war geil. Da wird eingesperrt, wer spoilert dann da unten. Ja, okay. Dann sollen wir es mal ganz regulär hier oben versuchen? Wie du willst, Pan. Ich meine, wir werden es eh nicht... Ey, was auch immer auf uns zukommt, ich glaube, wir werden sterben oder... Natürlich. Nee. Pan, geht das auf? Pan, da ist zu. Probier mal du. Soldatin! Ja, ist zu. Wir haben uns nicht einmal aufgemacht, Mann. Das ist Schwein. So, man trägt die Sachen immer, dann lass ich es erstmal nochmal hier. Okay, wir gucken mal. Genau. Die Vordertür, könnt ihr mal die... doch mal hier unten gucken. Ja. Hä? Die geht nicht, Mann, geht nicht. Geht da auch nicht auf. Erst. Okay. Ich warte. Du musst es vielleicht mit einer strengeren Stimme machen. Okay, mach mal. Entschuldigen Sie. Lassen Sie uns hier rein. Uns ist kalt und wir haben einen Hunger. Wir haben Hunger, aber ich habe wirklich Hunger. Scheiße, Mann, ich muss ein bisschen was essen. Ja? Die machen uns nicht auf. Ich sag dir, wie es ist. Okay, wollen wir vorne nochmal versuchen? Versuchen wir vorne, Pan. Pussy, wir haben so viel Phasmophobie und alles gespielt, ne? Wir haben keine Angst. Ja. Wir haben nichts. Pan, nichts mehr. Senken einen Spaziergang. Das ist ein Kindergeburtstag. Ich guck mal die ganze in die Fenster rein, weil du kannst ja alles da ja, sehen. Ja, genau. Hallo? Hey, Mann. Oh, da drin ist schön. Pan, was war das gerade? Achso. Boah. Okay. Pan, das ist ein Atomfass. Hat der Putzi das gesagt? So, yo. Putzi, hast du gesagt, ich sag's dir, wie es ist? Ja, wieso? Das ist mir einfach nicht los in letzter Zeit. Wieso? Sag ich das? Oder sagst du das auch, oder wie? Ne, im GTA-RP sagen das vor vielen Leute. Echt? Mhm. Ich hab einen Ohrwurm davon. Ich sag ja, wie es ist. Okay, Pan, jetzt klopfen mal an und vielleicht müssen wir auch... Oh, da ist wieder ein Brief, oder wie? Da ist die schöne Veranda. Warum? Ja, okay, ich meine, schau mal, dann vielleicht müssen wir was vorsingen, damit sich die Tür öffnet. Ha? Okay, warte, ich sing sofort mit. Sing mal was vor, Pan. In dem letzten Musikvideo, was ich natürlich gesehen habe, hast du ja wunderbar gesungen, Pan. Sing mal, Pan, eine Strophe. Hallo, wir wollen rein. Ich bin ganz klein. Kentucky 1, 2, 3. Der Putz, ich sing nicht Kentucky 1, 2, 3. Kentucky 1, 2, 3. Warte, ich muss überlegen. Mann. Nein, wir sind Sternsinger. Wir müssen gemeinsam singen. Wir singen... Ja, was können wir aber... Was kennen wir beide? Wir singen, warte mal. Sterne über Bethlehem. Was? Sterne über Bethlehem. Scheiße, das kenne ich nicht. Wie geht das nochmal? Sterne über Bethlehem, zeig uns den Weg, führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Ich dachte, das kenne... Egal, Pan, dann sing ich, was du willst. Pan, sing. Cello von Lady Gaga. Ja, Pan, du bist jetzt... So modern bin ich nicht, gell? Also, ne? Also, Cello, Cello Lolo! Cello Lolo! Mach's auf jetzt! Mach's jetzt auf! Du hast die ganz gestohlen! Gib sie wieder her! Kacke, das geht auch nicht auf! Die machen alle nicht auf, wir können singen, was wir wollen. Ich glaube, wir müssen die Ziegen, ja. Müssen wir, was ist, wenn man links da, schau mal, das ist das Fenster auf. Hä, echt jetzt? Ja, das ist so leicht offen, schau mal. Hallo, kann man da aufmachen? Ist da jemand? Nee, kann man nicht. Nee. Ist der wer drin vielleicht? Putz, ich glaube, wir müssen wirklich die Ziegen rauslassen und die alle opfern. Wirklich? Mhm. Okay, gut, aber schade, gut, dass wir das vorgemacht haben. Jetzt können wir... Das ist immer auch welcome,
ne? Also, ja, ich fühle mich jetzt aber nicht so willkommen hier. Nee, richtig. Da haben nicht einmal das Licht, haben sie uns Auftritt auf der Veranda. Schweine! Dann, dann lassen wir die Ziegen raus. Bam, wo müssen wir hin? Da. Komm mit, ich kann rennen. Mit Stau, mit Shift. Genau. Pan! Ja? Da haben wir schon mal geredet. Lieblingstier? Eh alle, oder? Ja, würde ich Hund, ich würde spontan Hund sagen. Ich mag natürlich alle Tiere, aber so Lieblingstier, Hund. Bei dir? Aber der Brezel. Ich mag auch alle. Also ich habe kein bestimmtes. Aber ich mag, ich rede auch immer mit den Tauben, wenn ich unterwegs bin. Ah. Hallo, Taube. Sie ist halt ein sehr lieber. So, freut sich denn immer. So, warte, ich muss. Halt. Moment. Kann ich einen davon sehen? Hallo? Hast du es gehört? Da ist irgendwer vom Küchenkästchen ist eine Salami gefallen. Putzi, die Tür. Die Tür unten ist auf. Ich bin dafür, dass du zuerst. Ja, genau. Ich soll zuerst. Du bist doch schon jetzt gerade dahin gegangen. Bah. Putzi, die haben die Tür für uns aufgemacht. Jetzt seid aber dankbarer. Okay, fahr nicht jemand. Ja. Hallo? Kentucky 1, 2, 3. Und der Vogel. Oh, Panne Rose. Ja. Panne Rose. Juhu. Und der Vogel. Sagt Hallo. Sagt Hallo. Oh, Panne, der Pinage, komm auf. Kentucky 1, 2, 3. Ja. Dieses Ja ist einfach so doof. Pan! Ja! Pan, ich hab an alles gedacht, Pan. Schau mal her, was wir da haben. Oh mein Gott, Putzi, ich hab so Hunger, ne? Ich krieg grad so Magenknurren. Ich hab an alles gedacht, Pan. Na, sicherlich. Na, ich kann mich essen. Alles hab ich. Ich hab immer alles auf dem Boden. Echt? Mhm. Fällt mir immer alles aus dem Mund, wenn ich Nüsse esse. Krieg ich irgendwie nicht hin. Ja, und ich spuck immer. Und bei mir schon immer der Schreib, weil ich hab so, ja, immer wenn ich viel rede, dann. Wollen wir links gehen? Pass auf, hier ist ein Kabel. Hey, nicht, nicht dass ich stolper. Ich meine, also ja, okay. Ja. Oh, Putzi, bügeln? Wie sieht denn deine Robe aus? Ne, die ist gebügelt, alles gut. Und was sagst? Ja, aber ich gebügelt. Ist doch okay. Ich wollte gerade... Oh, übrigens, lieber Chat, das hier ist ein Toploader. Das hier. So. So, wir hatten heute das Thema. Das haben wir nicht. Pan, hast du... Bügelst du deine... Bügelst du... Oder bügelt Erik die Wäsche? Danke, Noah. Wer bügelt denn noch? Ja, ich hab keine Zeit dafür, ey. Wie soll ich das? Es funktioniert nicht. Wer bügelt denn noch? Das Geld natürlich leider. Ich Apple ja, bitte. Ich hab wieder einen Zettel. Weil das kann immer so. Das ist immer, genau. 17. Oktober. Ich höre Azazels Stimme in meinem Kopf. Spüre seine Wut in meinen Adern. Ich habe das Gefühl, dass ich die Kontrolle über ihn verliere. Ich verstehe das nicht. Ich kann die seltsamen Worte, die aus meinem Mund strömen, nicht aufhalten. Während ich sie spreche, erheben sich leider seine Lakaien überall um mich herum. Und das war's. Und? Ja, da steht noch und. Dann hat es nicht mehr weiter gesehen. Putzi, ich hab ein neues Dingens gefunden hier. Was hast du gefunden? Neuen Schlüssel. Oh, ist der Schlüssel zum... Was war da denn jetzt schon wieder? Nein. Verdammt, sogar schau, wie schön es da ist. Am Zucker. Ja. Ich meine, irgendwas ist da passiert. Willst du das Haus abfackeln? Du hast gerade das Ding in der Hand. Ja. Aber gut, Pan, wir müssen... Na gut, gehen wir mal weiter. Also da... Pan! Hä? Pan! Das ist ja unfassbar, Putzi! Das ist, wenn man dann später, wenn es dann abgeht, die Laserparty. Ja, aber guck mal, hier sind Orbs hier unten. Siehst du das? Orbs. Danke, Saskia. Steffi, danke schön. Orbs, das sind Orbs im Haus. Okay. Aber siehst du rechts oben? Ich kann die rechte Maustaste nicht mehr machen. Ja, rechts oben, die Lampe muss ich aufchargen. Dieser Kreis, der fühlt sich. Guck mal, genau. Weißt du, voll im Bild, ich sehe schon wieder nicht. Okay, Putzi, wir können es nach. Ah, Quatsch, alles gut. Oh je, da nach oben? Warum habe ich den Schlüssel genommen? Pan, ich finde nämlich, dass du. Darf ich mal nach unten? Geh mal vor, das machst du. Pan, ich sehe dich doch da. Oh, Pan, da sind rechts Messer in der Wand. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen und hier muss man um die Ecke. Moment, vielleicht. Was ist los, Pan? Oh, da hinten hat dich jemand gerufen. Kannst du mal da hingehen? Ich hab da auch irgendwie schreien. Was, wo? Da hinten, Pan? Pan, da hinten? Da riecht's nach Tod. Okay, warte, ich geh mal hin, Pan. Pan? Ja? Wo sind wir da? Was ist das für ein Haus gerade? Hä? Hörst du das? Ja. Pan, entweder irgendwer hat mich gerufen. Oh mein Gott, was ist das da hinten?
Was, ich sehe nichts, Pan? Pan, ich meine, du kannst... Pan, du kannst da gerne hingehen. Okay, Putzi, lass mal zusammen reden, ne? Wie geht es dir heute so? Pan, wunderbar. Also wirklich, vor einer Stunde ging es mir noch echt gut. Sollen wir gemein... Die redet. Ich glaube, die liest vielleicht irgendwem gerade was vor. Sollen wir vielleicht... Pan, ich sag dir eins. Wenn da jetzt irgendwas auf mich zuläuft, laufe ich nach links oben, gell? Und... Okay, warte. Komm, ich... Wir machen Mutprobe, ja? Jeder läuft immer einen Schritt vor, okay? Pan, es geht nach hinten los. Warte mal. Lieber Chat, ihr hört die Dame, oder? Ist das laut genug für euch? Ich kann es natürlich noch lauter machen. Ja, bei mir auch. Genau, fragen wir erstmal. Die hört sich an wie Pop. Ja, okay. Also man hört es ganz leise. Ich höre es. Unterleibsschmerzen. Unterleibsschmerzen. Gerade angefangen. Ah, ja, da kann ich nicht mitreden, Pan. Ah, ne? Ja, doch. Das ist es, ja. Okay. Oh, das ist halt, ja, das glaube ich, dass das zwickt, ne? Ich meine, wir können auch nach links oben gehen, wir müssen nicht nach ganz weit vorne. Sollen wir das machen? Nach links oben oder sollen wir hier? Ja. Okay. Ich meine, Pan. Oder was du willst. Pan, wir wären ja doof, wenn wir dorthin gehen, wo es nach Tod stinkt. Ja. Da gehe ich nicht hin. Hier ist eine Rose wieder. Wo? Hier, an der Ecke. Ah ja. Scheiße. Ja, das ist aber laut gewesen. Oh, Pan. Ich glaube, das ist ein Indiz dafür, dass wir nach unten müssen, Pan. Ja! Okay. Aber mir wird auch im Chat gefragt, und wo ist das Sexzimmer? Nee, das kommt wahrscheinlich. Ja, nicht. Das Sexzimmer müssen wir mal reinkriegen. Nancy! 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 Ja, hallo. Nancy, willkommen. Okay, alles klar. Pan! Pan! Ja? Der Strom spielt! Der Strom spielt! Sie hat geschrieben, hast du Salat? Hat sie gesagt, hast du gehört? Ja, Pan, das hab ich gehört. Oh, ich hab den Ton jetzt. Spiel gern lauter. Warte, Elfin hat geschrieben, spiel gern lauter. Ich muss mal ganz kurz das Spiel wirklich. Ja, klar, also, die Elfin, der Akku drehen, die muss auch nicht spielen, der Elfin. So. Pan, du, die hat Stressing, du hast den Salat. Ich würde sagen, jetzt geht's los. Ja. Pan, bist du bereit? Was auch immer da vor uns auf uns wartet. Ich meine, Pan, ey, die Tasche. Warum gerade jetzt muss die Taschenlampe so kacke sein? Hast du dich gefragt? Davon ist wer? Hallo? Ey, geht's Ihnen gut? Pan, ich glaube, wir müssen das erst einmal ein bisschen Verständigung. Okay, warte. Pan, brauch Verständigung. Wo bist du? Kannst du mal bitte auch vorkommen? Nee, warte, bleib stehen. Red einfach mal, frag sie was, Pan. Hallo? Wie geht's Ihnen? Was ist. Wie geht's Ihnen? Hello, Ghost? Hello, Ghost? Ist das ein Geist? Ich meine, die kann auch nur sein, dass vielleicht... Manche, aber ist das, wenn es in Sprache ist, ist das so ein Spiel, das irgendwie... Ich meine, du kannst ja mal... Vielleicht kannst du auch kein Deutsch, Pan. Ach so, ja. Sprich einmal, aber... Hello, you bitch! Popcorn. What is happening? What is happening? Da vorne, ne? No? Ich meine... Ja, ich hab Angst, dass du mich zurennt, Pan. Du kennst es. Pan! Bist du verrückt? Komm zurück, Pan! Pan, die ist verrückt! Pan, geh zurück! Ich hab keine Angst! Oh Gott. Pan, sie ist weg. Pan, bist du verrückt, Pan? Ja. Du kannst doch nicht den Lucifer so aufscheuchen. Pan! Das tut mir leid. Wo ist er hin? Ich weiß nicht, aber das hat sie mich verfolgt. So irgendwie so... Die hat sie angehört wie... Ja, das hab ich auch gehört. Pan, wo ist sie jetzt hin? Ich weiß nicht, aber jetzt musst du mal vor. Jetzt hab ich... Jetzt bist du da. Du hast recht, Pan. Sie benötigen Schlüsselküche. Oh je. Oh. Aha. Ey, Pan. Du, weißt du, bei manchen Spielen geht ganz schnell, dass man es dann immer spielen will. Und da bin ich. Also ich bin gerade von 0 auf 100. Aber wir sind... Putz, komm, wir haben so viel schon erlebt zusammen. Sie benötigen Schlüsselküche. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Überleg mal, Petsify haben wir ja geschafft, wo ich so aggro war, ey. Ja, easy haben wir das geschafft. Oder mit der dicken Gitte da, Petsify, die andere Map. Die dicke Gitte. Ja. Okay, Pan, ich hab... Ja, ich guck ja noch so ein bisschen rum. Ja. Au, da kommt... ich hab's geöffnet! Ja, aber der Korn ist doch geil, da können wir ja raus, das ist ja gar nicht gruselig. Oh, hier, guck mal, das Foto. Da ist schon wieder eine Rose, Pan, schau mal, wie schön. Oh, ja. Das ist herrlich. 625. Schön, das ist die sichere Pan. Das ist die. Ja, da sah die doch noch ganz gut aus. Da sah die richtig hübsch aus. Was ist passiert? Hat sie Schlechtes gegessen? Ich
muss ja ganz kurz nach oben gucken. Ich dachte, vielleicht ist da irgendwie. Nee, oh Gott. Hörst du das? Das wäre das Schlimmste, wenn die von der. Ja, da irgendwie dumpft es gerade. Ja. So, ja. Ja, gut. Das kann natürlich die, die Vorband sein, wenn dann. Ne? Dann losgeht. Der Kamin ist auch aus, ne? Also kalt hat es auch gehabt. Ah, nee, nichts zum Lesen. Ja, also wir haben hier schon, also hier ist schön viel Platz, ne? Also man könnte was draus hier machen. Ist geräumig, ne? Ich schwöre auch hier, schau mal, ja, das schöne Bild. Da kann man in den Baum rein, der ist auch noch ganz schön. Das ist ein schönes Bild gemalt damals, schau. Hast du eigentlich das neue, Entschuldigung, ja? Nee, sag nee, ne? Das neue Spiel von Schillers Art, hast du das auch schon gespielt? Rose. Was ist das? Ach, Rose. Bist du so Schulmädchen in so einer Schule und so? Ist eigentlich ganz cool gewesen. Nee, kenne ich nicht. Hast du das schon gespielt? Ja, Hanako hieß das, glaube ich. Ach, meine Nase, Entschuldigung. Kenn ich nicht, Pam. Okay, Pam. Bist du bereit? Also bis jetzt die Tür aufzumachen. Gefällt's mir ganz gut. Jetzt muss ich wieder. Ich spiele dich sehr gut. Warst du das? Ja, das war gerade ich. Was machst du denn? Ja, ich habe mich erschreckt, Pam. Der Lucifer ist hier unten im Keller, exakt, aber ja. Lucifer-Chan, wir kommen! Mann, ich weiß nicht, ob er das gehört. Wenn man da. Mann. Lucifer-Chan. Hallo! Okay, das geht nicht. Doch, das geht wohl. Hä? Achso. Oh, wo gehen wir da lang oder links? Luzi, wo gehen wir warte mal kurz, was siehst du in diesem Bild hier? Was ich in diesem Bild? Ein Paprika auf die Schnelle. Nee, es sind aber Blumen, oder? Der Erik ist ja heute am Aufnehmen. Warte mal, ich schreibe ihn trotzdem mal einfach nur. Was sieht ich der? Hab, weil der wollte auch nochmal. Weißt du? Nee, das wollte er auch nochmal. Was wollte er? Nee, der ist am Aufnehmen. Nee, schon gut. Der wollte eigentlich. Also, der hat auch überlegt, ob er mitspielt, aber. Ich fahr trotzdem mal ganz soll kurz. Soll er mitspielen? Ich fahr trotzdem mal ganz kurz, nur zur Sicherheit. Noch sind wir nicht doch beim Geist, ne? Ja, warte. Und er muss vorgehen. So. Aber du nimmst. Dabei chillen wir noch in der Lobby. So. Okay. Ja, ich glaube, er wollte heute durchziehen. Assassin's Creed. Ja. Waren wir hier gerade drin? Kommen wir hier gerade. Hier? Waren wir da gerade. Nee, hier waren wir noch nicht drin. Geht's auf? Bahn! Hä, wie groß ist bitte das Haus? Ja, es ist insane groß, Bahn! Okay, da kamen wir her. Bahn. Sollen wir dann erst. Ja, wo sollen wir denn jetzt hin? Scheiße. Ja. Bahn, sollen wir erst den kleinen raus? Du gehst vor, Bahn. Okay. Ah, ne, ist ja auch wieder. Ach so, hier kommen wir einfach nur zurück. Okay. Ja, so. Ach so, stimmt, wir kommen wieder. Ja, dann gehen wir in den roten Raum, oder? Twin Peaks, ja. Hallo, Madame Mim. Oh, da schau, wie viele Bücher die hat. Belesen war sie ja, auch, aber, die Dame. Ja, aber hier ist voll schön eigentlich, ne? Der Blue Book? Ja, eigentlich ist es ein schönes Haus. Bisschen renoviert, bisschen Staubwischen, neues Paint drauf und schon ist es wie Neubau. Ja, das sagst du was. Ja? Pan, schau mal, soll ich da auch ein tolles Bild zeigen, Pan? Schau mal. Ja? Schau mal hier an die Wand. Da. Das ist ein schönes Bild, was sagst du? Oh, die mochte ja tatsächlich ihre Ziegen. Guten Tag. Und sie müssen wir jetzt opfern, oder wie? Kein Wunder, dass die sauer ist. Ich mach hier noch ein bisschen, ja. Dann müssen wir wohl. Aber guck mal, Putzi, ist das hier nicht voll auffällig? Das ist das einzige Regal, was nicht. Oder? Welches denn? Ist da was hinter? Nee. Wo denn? Nicht. Oder guck mal hier, die Tapete auch hier. Das in der Mitte, das Regal ist halt nicht befüllt, die anderen schon. Das meinte ich. Ist da drüben der Stall? Ja, da hinten ist das große. Genau, da hinten ist das große. Aber wer hat denn sein Haus direkt neben einem Stall das stinkt ja, wenn man aufmacht, Bahn. Naja, vielleicht mochte die das ja. Was war das? Da war irgendwas. Was ist laut? Hast du es nicht gehört? Nee, ich habe nur so plöpp gehört. Nee, da hat's. Was? Nee, habe ich nicht gehört. Ja, es hat gemacht, Bahn. Habe ich nicht gehört. Es hat geirrt! Pan, geh mal nach oben! Okay. Geh mal nach oben. Wieso nicht? Okay, Pan, geh mal nach oben, Pan. Okay, soll ich mal vorgehen, Pan, damit du nicht immer nach vorne gehst? Alles gut. Ich will dich nicht. Ich warte einfach nur auf den ersten leidest. Schocker. Weißt du, wenn man den ersten Schocker noch nicht hatte, ist immer ganz schrecklich. Ja. Noch. Okay, oh Gott, da vorne. Was denn? Was? Pan, ich fühle dich da auf.
Was? Die Tür da oben vorne aufgeht. Okay. Boah, nach hinten ist warte, Putzi, warte. Ja. Oh, du auch? Ich guck, ob die Tür aufgeht. Wir zählen runter, ja? Okay, Pan. 3, 2, 1. Meine geht auf. Pan? Ja. Na gut, Pan, das war noch nicht so schlimm, wie man ursprünglich erwartet. Hier ist noch eine Rose drin.